Was wäre die Intertapelke in Dortmund, ohne dass ich am Davidoff-Messestand ein zweites Gespräch mit einem Manager des Hauses führen dürfte? Ja, Gesprächspartner heute hier mit mir. Und zwar sprechen wir über 50 Jahre Davidoff. Was bedeutet ein solches Highlight für einen Big Player im Zigarrensegment? 50 Jahre sind ein Meilenstein. 50 Jahre sind 5 Dekaden, Time Beautifully Filled. Ist für uns eine Ehre, erstens dieses große Erbe von Sino Davidoff weiter betreuen zu dürfen. Und auf der anderen Seite ein schönes Jahr, weil wir viele Events haben, viele Feste feiern dürfen, überall unterwegs sind. Ich komme gerade aus Amerika an der IPCPA. Es läuft einfach sehr, sehr viel. Und wir bringen diese Marke so gut wir können zu so vielen Menschen, wie wollen. Zigarre ist ja nicht gleich Zigarre. Also die neuen Zigarren, die entwickelt werden, die Weiterentwicklung bei bestimmten Produkten, die Futures müssen ja alle herausgearbeitet werden. Wie passiert das so im Hause mit Ihrem Team? Man muss es ja erstmal intern alles vorleben, bevor man es extra nach draußen geben kann. Also wir haben, was uns wichtig ist, ist als Pioniere in diesem ganzen Business irgendwo dazustehen. Also es ist uns wichtig, Innovationen wirklich auf neue Levels weiterzutreiben. Also was wir haben, ist im Kompetenzzentrum in der Dominikanischen Republik in Santiago, haben wir ein riesiges Arsenal an rohen Tabaken. Wir verfeinern die, wir bekommen regelmäßig Updates, wo die stehen im Prozess, ob sie parat sind, ob sie noch nicht bereit sind, zusätzliche Fermentationen. Wir sind seit mehreren Jahren jetzt im Barrel Aging. Also wir versuchen immer wieder neue Argumente rauszuschälen, um es eben spannend zu machen. Wann immer was bereit ist, hören wir das, bekommen das mit und überlegen uns dann, wie können wir das verwenden. Es geht aber auch in eine Richtung, dass wir, bevor wir etwas in Produktion geben, bevor wir etwas entwickeln, überlegen wir uns, was wollen wir erreichen. Und das, Sam Reuter, mit dem werden Sie, glaube ich, später noch sprechen, ist unser Verbindungsmann in die Fabrik zu den Master Blendern. Wir schreiben wie ein Rezept auf, wir schreiben wie ein Endziel auf, was wir gerne erreichen möchten. Und dann fängt eine lange Prozedur an mit Testblending, mit Testpanels, wo wir rausschälen, so nahe wie möglich an das formulierte Ziel ranzukommen. Sind aber lange, lange Prozesse. Gehört zu dem Prozess auch dazu, dass Sie in den Markt hineinhören, dass Sie mit dem Fachhandel auch darüber diskutieren, mit den Konsumenten, über den verschiedenen Zigarrenclubs, wo auch immer sich Zigarrenfreunde mit Ihnen, Ihrem Haus, Ihren Mitarbeitern treffen. Sind das Aspekte, die Sie auch hier in der Entwicklungsphase mit beeinflussen? Absolut, absolut. Also wir versuchen so viel zu wissen wie möglich. Wir versuchen so viel zu interpretieren, wie es geht. Wir fragen nicht den Konsumenten, was er gerne hätte, das machen wir nicht, aber wir versuchen sehr klar rauszustellen, wo geht eine Entwicklung hin. Ich bin selber sehr, sehr oft in Zigarrenclubs unterwegs, ich bin selber großer Zigarrenraucher, großer Zigarrenliebhaber und diese Passion, 1,90 habe ich gehört, diese Leidenschaft irgendwo zu leben, ist das große Privileg vom Job, vom Beruf und da. Aber auch durch den eigenen Handel. Also wir haben weltweit eigene Geschäfte. Auch dort lernen wir Sachen, wir finden Sachen raus. Aus all diesen Informationen versuchen wir das Beste abzuleiten in der Innovation. Das ist Blenden ja eine Sache, die Tabake dazu zu finden, welcher Blend passt, wie, wann, wo und wie schafft man das alles. Wie entwickeln Sie so einen Blend mit Ihren Masterplantern oder wer immer das auch sein mag? Effektiv, wir beginnen mit einer Idee, wir beginnen mit einem Konzept, wo möchten wir hin, welche Geschichte möchten wir auch erzählen. Es geht ja auch nicht nur darum, einfach neue Produkte auf den Markt zu bringen, sondern eine ganze Geschichte zu erzählen. Winston Churchill ist ein tolles Beispiel. Winston Churchill war ein Mann mit ganz, ganz tiefen Charakteren, vielen Facetten in seinem Charakter. Er war ein großer Anführer, er war in Kriegszeiten ein Führer, er war ein Speechwriter. Also er war ein leidenschaftlicher Redenschreiber. Er ist der meistpublizierte Schriftsteller in England. Alles Dinge, die man eigentlich nicht weiß. Also haben wir diese Idee genommen von einem ganz, ganz facettenreichen Charakter und haben das übersetzt in den Blend. Hat schlussendlich für uns bedeutet, wir wollen mit einem so facettenreichen Blend wie möglich, wie auch noch geschmacksschön darzustellen, und haben das eigentlich so gemacht. Jetzt haben wir heute einen Blend für Winston, die Davidoff Winston Churchill mit 5 verschiedenen Provenienzen drin.
So funktioniert das eigentlich. Also man beginnt mit einer Idee, man schreibt die nieder, man redet mit der Fabrik, man redet mit dem Tabak, die Master Blender reden mit den Tabaken und dann gibt es einen langen Prozess mit internen Geschmackspanels. Also wir haben eine Gruppe von etwa 10 Spezialisten, die A, die Idee kennen, B, das Konzept, aber C, dann eben auch die lange Prozedur mitmachen, wo wir erste Blends erhalten, diese verfeinern, wo wir sehr, sehr klar auch Feedback geben, hiervon wollen wir mehr, hier weniger. Soll nicht übermäßig technisch klingen. Es ist vor allem ganz, ganz viel Leidenschaft, die wir verpacken am Schluss in hoffentlich eine richtig, richtig gute Zigarre. Leidenschaft finde ich ganz wichtige Geschichte, Tradition die andere wichtige Geschichte. Aber es gehört doch auch die Story immer dazu. Und bei Churchill kriegen Sie praktisch eine hausgeliefert. Den muss man nicht nochmal neu erfinden, neu schreiben. Also insofern verkauft sich so ein Produkt ja in den Markt anders rein, als wenn ich ein No-Name habe, dem ich erst eine Geschichte erzählen muss. Aber Geschichten gehören zu jedem Produkt. Ganz genau. Es ist auch nicht ein Produkt, es ist ein Erlebnis, das wir verkaufen. Also eine Zigarre sind 2 Stunden oder 1 Stunde Serenität, Ruhe, Erholung, alleine sein mit sich oder gemeinsam sein mit Freunden. Das sind die Dinge, die eine Zigarre zu einem Erlebnis machen, mehr als zu etwas, das man kauft und verbraucht. Ich glaube, eine Zigarre raucht man nicht, man genießt eine Zigarre. Welches Format genießen Sie am liebsten? Ein kommerziell nicht sehr populäres Lancero ist für mich mit Abstand das beliebteste Format, ja. Dann genießen Sie weiter und schaffen Sie weiter genussvolle Produkte Ihres Hauses, sodass wir Aficionados draußen viel Spaß daran haben. Vielen Dank fürs Gespräch. Vielen Dank, dass Sie mich willkommen geheißen haben. Danke. Danke.